Ibrahim H. hat gestern am 25. Januar in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr am unseren Infopoint, das ist eine dauerhafte Ansprechgelegenheit für Menschen in Kiel, vorgesprochen. Er hatte keinen Termin und wir hatten ihn ja über ein Jahr nicht mehr auf dem Schirm. Insofern haben wir einen ungeklärten Aufenthaltsort gehabt und ihn entsprechend an die Obdachlose Hilfe bzw. an das Einwohnermeldeamt, um sich wieder anzumelden, verwiesen. Dort ist er nach jetzigem Stand nicht angekommen. Er sprach zudem von einer Unterkunft, von einer Schlafgelegenheit in Hamburg, sodass wir ihn nur hier haben. Meine Mitarbeitenden haben mir keine Auffälligkeiten im Verhalten oder in der Situation berichtet. Er hat drei Vorstrafen gehabt und jetzt eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung bekommen wegen eines Gewaltdeliktes in Hamburg. Und die ist noch nicht rechtskräftig gewesen. Er befand sich in Untersuchungshaft und ist dann durch Entscheidung des Landgerichts Hamburg aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil die festgesetzte Strafe von gut einem Jahr weitgehend abgebüßt war, schon durch die Untersuchungshaft. Ibrahim A. hat von Juli 2021 bis zum 30. November 2021 hier in der Landeshauptstadt Kiel in einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen gelebt und hat dort ein Hausverbot erhalten, weil er mehrfach dort gegen die Hausordnung, auch unter anderem Belästigung gegenüber Mitbewohnenden, auffällig geworden ist. Danach ist er hier in der zentralen Beratungsstelle für wohnungslose Männer erschienen und wir hatten ihn noch bis Ende Dezember, Mitte Januar hier in Kiel auf dem Schirm, haben aber zunehmend auch im Hamburger Raum festgemacht.